Beim Couples 1 haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir auch dem Anwender, der nicht vollumfänglich alle unsere Ideen, alle unsere Visionen als Defibrillator-Monitor braucht, ein schönes Gerät an die Hand geben. Ich bin seit 20 Jahren in der Feuerwehr, seit 10 Jahren beruflich im Rettungsdienst und habe viel das interdisziplinäre Arbeiten zwischen den verschiedenen Rettungsteams schätzen gelernt und die verschiedenen technischen Möglichkeiten, die einem da helfen können, auch umfangreich ausprobiert. Gerade wenn man an einer Einsatzstelle vor dem Rettungsdienst eintrifft und auf sich allein gestellt ist, hilft es nach den üblichen Behandlungsschemas, die Patienten einzuschätzen und auch nach den gängigen Erstmaßnahmen zu behandeln. Beim C1 und beim C3 stand natürlich auch der Systemgedanke im Vordergrund. Wenn der C1 schon am Patienten ist, kann ich diesen Patienten sehr lückenlos und ohne große Probleme mit einem C3 übernehmen durch einfaches Umstecken der Konnektoren. Das geht sehr schnell, das geht sehr zuverlässig und ist natürlich für den Patienten in dem Fall optimal. Wir hatten letzten Winter, glaube ich, war es eine Wohnungstüröffnung, sind wir von der Polizei alarmiert worden mit der Feuerwehr. Und als der Rettungsdienst kam, war das Praktische, dass wir eben an unserem Gerät einfach nur Stecker ziehen mussten, beim Rettungsdienst anstecken und die Wiederbelebung weiterlaufen konnte. Das war eine super Sache. Gerade wenn man weiß, dass mit jeder Minute oder Sekunde, die der Patient leblos ist, die Chancen des Überlebens einfach wahnsinnig rapide sinken. Es ist schon immer schön zu hören, wenn Patienten natürlich überleben.